Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute werden wir von Felix und Melanie in das ferne Land Kaipur nach Indien entführt. Und die Highlights des Zoos sind einmal der Palast des Maharajas, die Mandrill-Moschee, der Markt von Kaipur, die Schatzkammer des Maharajas, und der Grand Prix von Kaipur. Wir hoffen, die lange Anreise nach Indien hat sich gelohnt und wir heißen dich willkommen beim Maharaja von Kaipur. Liebe Grüße, Felix und Melanie. Und schon sind wir in Indien angekommen, genauer genommen im Land Kaipur. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne mich in Indien überhaupt nicht aus, ich habe das auch noch nie gehört. Ich finde aber, die Kultur ist eigentlich ziemlich hübsch. Also ich finde, das ist immer sehr hübsch anzuschauen. Deswegen freue ich mich hier sehr auf euren Zoo. Ich kann ihn nicht mal richtig aussprechen. Mal gucken, ob wir das gleich nochmal können, wenn wir das Eingangsschild sehen. Einfach durchgehen. Ort mit Glühbirnenschild auf Nacht umschalten. Genau, das haben sie auch noch dazu geschrieben. Das heißt, wenn wir so ein Schild sehen, machen wir dann auch nochmal eine schöne Ansicht bei Nacht. Aber jetzt geht's hinein in den Zoo von euch beiden, von Felix und Melanie. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool indisch aus. So ein richtig schöner Marktplatz. Airport. Ah, okay. Hier wird der, wie heißt der denn nochmal, Reisepass kontrolliert. Passport. Und hier sind noch ein paar Flüge nach Sri Lanka, Mumbai, New Delhi. Das ist doch das einzige Land, glaube ich. Obwohl, die beiden Länder habe ich schon mal gehört. In Indien. Und Malediven. Interessant. Oh, richtig cool. Also ich mag ja wirklich diesen Baustil, ne? Das sieht so schön aus. Dieser gelbe Sandstein und dann immer diese schönen Farben dazu. Und auch alle Farben gemixt. Das ist immer so richtig schön farbenfroh. Das liebe ich an dieser indischen Kultur. Silk Road Buses Incoming Buses. Oh, Buses. Ah, okay, ich verstehe. Das ist irgendein Busunternehmen. Da stehen nämlich auch die Busse. Oh, wie cool. Ich gehe wahrscheinlich hier komplett gerade falsch, aber hier gibt es so viel zu entdecken. Ich muss einfach gerade überall hinlaufen. Wie cool die Busse aussehen. Ich weiß nicht, ob die aus einem Workshop sind oder selbst gemacht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass die aus einem Workshop kommen. Und guck mal hier. Allein schon diese Rikscha heißen die, glaube ich, ne? Auch voll, mega vollgepackt. Finde ich richtig cool. Sieht man ja häufig mal so, dass die dann so richtig überladen sind, die Dinger. Ziemlich nice. Und dann hier hinten noch so, aus wie so Wohnblocks oder sowas, ne? Diese Liebe zum Detail, da hängt sogar so Wäsche über dem Geländer. Ach, wie toll. Darf hier wahrscheinlich gar nicht hingehen, wo ich gerade bin. Bleiben wir mal auf den Wegen. Hier auch ein schöner Springbrunnen. Ist mal sowas ganz anderes, hier zu starten. Wir sind halt auch noch gar nicht im Zoo, oder? Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gerade auf so einem Vorplatz sind oder ob das schon der Eingangsbereich ist. Hier sind aber so viele Details. Ich liebe das. Das ist richtig toll. Man kann überall hingucken. Überall gibt es was zu entdecken. East India Transports. Okay, kann man da rein? Nee. Okay. Bin gerade sehr neugierig. Ach, guckt mal, sogar hier gibt es nochmal rein. Und auch hier sind überall Details. Überall Vasen. Irgendwelche Tücher aufgehangen. Die Häuser schön gestaltet. Das ist echt wundervoll. Dann hier diese ganzen Tücher, die hier rübergespannt sind. Die Gebäude sehen auch super interessant alle aus. Mega schön. Wirklich. Ah, hier sind die Toiletten. Okay. Gandhi-Straße. Da. Male und Female. Okay. Hier kann man dann auf Klo gehen. Also die wurden hier auch nicht vergessen, die Toiletten. Das ist ja auch immer schön. Aber ich glaube, man kann hier sogar durch die Gassen gehen. Oder sind das Mitarbeiterwege? Ich glaube, das sind normale Wege.
Also ich glaube, die Besucher dürfen sogar hier durch die Gassen gehen. Auch nach oben hier. Ah nee, das sind Mitarbeitergebäude. Okay. Aber das ist wirklich sehr schön versteckt. Also es fällt gar nicht auf, dass das hier Mitarbeiterwege sind oder so. Jedes Gebäude sieht auch schön aus. Oh, das ist echt toll. Bank of India. Oh, okay. Ach, hier kann man sogar rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vieles übersehe hier. Bei den ganzen Details. Ist aber auch richtig cool gemacht hier, ne? Hier kann man dann Geld abheben. Mega schön. Tolle Idee, tolle Umsetzung. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Musik. Ich glaube, es gibt ja sogar so indische Musik, oder? Als Thema. Im Planet Zoo. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich glaube, da stand auch nichts in der E-Mail zu. Tamarind, Hotel und Bar. Okay, hier kann man sich was zu essen holen, dann da hinsetzen. Oh, da sind schon die ersten Tiere. Was sind das, Okapis? Oh, sogar richtig geraten. Da bin ich ja stolz auf mich. Richtig cool gemacht hier. Krass, dass die hier nicht rauskommen. Das ist mega cool hier, die Idee. Da fühlt man sich richtig nah an den Tieren dran. Dass man sie fast streicheln kann. Ich finde es auch cool, dass ihr hier einfach das Geländer weggelassen habt. Es sind nur so ab und zu ein paar Balken, aber ich finde es gut. Ist eine gute Entscheidung gewesen. Dadurch kommt einem das so vor, als wenn man direkt bei den Tieren ist. Oder dass die Tiere hier halt frei rumlaufen. Oh, die Felswand hier sieht auch wunderschön aus. Richtig tolle Felsarbeit. Auch der Unterstand hier richtig schön. Ich bin echt beeindruckt. Ach, guck mal, wie nah man ran kann. Oh, ist das toll. Oh, das sind sogar Tapire. Und Flamingos. Oh, das ist ein Mischgehege. Oh, wie cool. Hier kann man sich auch nochmal hinsetzen. Das muss schön sein, ne? Wenn man hier sitzt und dann die Tiere beobachten kann. Indischer Tapir. Oh, und hier ist der Mitarbeitereingang. Sogar der ist schön ausgeschmückt. Okay, das war jetzt so ein kleiner Rundgang. Ich glaube, genau, jetzt sind wir wieder hier einmal um das Gebäude rumgelaufen. Sehr gut. Ich glaube, wir können uns gar nicht so doll verlaufen. Ich hoffe es einfach mal. Hier sind auch nochmal schöne Sitzmöglichkeiten. Auch richtig schön gestaltet. Also ich habe noch keine Ecke gesehen, die nicht wunderschön aussieht. Hier ist wirklich jeder Winkel mega toll gestaltet. Also krass. Und dafür habe ich auch echt noch viel FPS. Gehe einfach mal davon aus, dass der Zoo nicht ganz so krass groß ist. Battery. Schau euch mal die Details an. Hier sind auch noch so Brennöfen. Wo ich hier vorhin eigentlich schon war bei der Bank, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Es gibt hier einfach viel zu viel zu entdecken. Aber Leute, das Gute ist, ihr werdet in der Videobeschreibung diesen Zoo finden. Das heißt, wenn ich was übersehe, könnt ihr selber noch mal ein bisschen euch umschauen. Guck mal hier, wie schön das alles ist. Das ist einfach wundervoll. Hier steht dann noch mal so ein Jeep. Der ist auch bepackt mit irgendwelchen Baumaterialien. Ich weiß nicht, was hier geplant ist. Slow down, bumper ahead. Ah, okay. Damit man nicht so über die Brücke hier rast, die auch wunderschön aussieht mit Stahlträgern in Rot. Und hier extra solche Bumper. Ich glaube, wenn der da schnell rüber fährt, dann verliert der seine halbe Lieferung. Ist auch nochmal ein vollgepacktes Fahrrad. Ein wunderschöner Wasserfall. Oh, toller Wasserverlauf. Super interessant und super realistisch. Man sieht keine einzige Düse. Also das ist wirklich hier Detailverliebtheit. Level 100. Kann man nicht anders sagen. Ist wirklich wunderschön. Hier gibt es gar nichts zu bemängeln. Super tolle Felsarbeit. Einfach nur wow. Bin echt beeindruckt. Oh, wie schön. Dieser Ausblick. Da unten ist halt auch ein Gehege. Mit so Ruinen. Und die Affen können da so rüberlaufen über diese Holzstege. Das sind hier, glaube ich, entweder sind es Schimpansen oder Bonobos. Okay. Und das hier sind natürlich Orang-Utans. Borneo-Orang-Utans. Schön, dass hier so ein schönes Mischgehege auch wieder entstanden ist. Die Optik sieht auch so cool aus. Oh, hier ist auch noch ein Frack. Ich glaube, hier gibt es auch viele Easter Eggs zu entdecken. Irgendwelche Besonderheiten und so. Bin mir ziemlich sicher. Oh, das ist echt wunderschön. Hier ist das Auto. Es scheint da wohl reingefahren zu sein.
Bestimmt zu schnell über die Bumper gefahren. Ach, hier kann man auch die Affen sehen. Die können hier überall hoch auf die Ruinen. Mega toll. Ich glaube, ich kann mich hier echt nicht verlaufen. Kaipur Jungle, Road closed. Ah, okay. Hier war wohl noch was geplant, aber ist wohl noch nicht fertig. Oder wurde dann sein gelassen. Aber auch super schön gestaltet hier. Ist eine schöne Idee, wenn man einen Bereich dann doch nicht mehr bauen will oder der noch nicht fertig ist, das Ganze so zu gestalten. Echt super aus. Auch mega cool der Baum, dass er hier so rübergekippt ist. Ancient Kaipur. Also hier wird auch noch irgendwas gebaut. Der Markt von Kaipur, das war glaube ich das am Anfang. Die Mandrill-Moschee haben wir noch nicht gesehen. Der Palast des Maharajas. Ich lese gerade die Highlights nochmal vor, Leute, falls ihr euch fragt, ob wir davon schon was verpasst haben. Ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist noch irgendwas anderes, was noch im Bau ist. Wir gehen einfach direkt hinein. Ich kann euch so sagen, ich habe gerade die ganze Zeit ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es einfach so viel Spaß macht. Weil das so schön gestaltet ist. Super interessantes Gehege. Baugerüste sehen auch super aus. Könnte sogar fast so sein, dass die Äffchen hier die Bauarbeiter sind, die das Ganze errichten. Ja, eigentlich sieht es eher so aus, als wenn hier mal ein Bau geplant war und der dann ja, abgebrochen wurde und dann ein Gehege daraus entstanden ist. Würde ich das jetzt interpretieren. Das sieht hier teilweise so ein bisschen so aus, als wenn da Sachen runtergebrochen sind und kaputt gegangen sind. Wenn ihr hier mal guckt, die hier im Wasser sind. Oh, ist das schön. Auch schön, dass man die ganze Zeit von so hohen Klippen und so umgeben ist. Und die sehen auch nicht wirklich copy-pasted aus. Also sie sehen überall unterschiedlich aus und interessant. Hier ist sogar was runtergekippt. Das passiert, wenn man zu schnell fährt mit diesen Dingern. Dann kippt dann hier das halbe Gemüse und Obst runter. Da sind Panzernashörner drin. Auch mega schön. Fliegen auch die Blätter. Sehr atmosphärisch. Denn ist so ein kleines Lager. Ich finde das auch hier wieder sehr elegant gelöst. Mit dem Geländer. Richtig cool, so in verschiedenen Farben. Passt ja sowieso sehr gut zum indischen Style. Und hier einfach so ein paar Blumen vor. Also man hat hier wirklich das Gefühl, man ist nah dran an den Tieren. Echt super schön aus. Wir gehen mal hinein. Damit wir hier... Oh, guck mal. Jetzt können wir es einmal sehen aus Besucherperspektive. Schaut euch das mal an, wie schön das ist. Dadurch, dass hier nur so ein kleines Geländer vor ist, kommt es einem wirklich so vor, als wenn man direkt neben den Tieren steht. Wie majestätisch es einfach wirkt, das Nashorn. Boah, das ist ein wunderschönes Bild gerade, Leute. Hintergrund der Rauch, die fliegenden Blätter auch noch. Gehen wir nochmal hinein in das tolle Gehege. Hier ist eine schöne Höhle. Die ist relativ simpel, finde ich aber trotzdem cool. Sieht sehr realistisch aus. Auch wenn hier wenig Fels und so mit eingearbeitet ist, dadurch, dass das hier oben so elegant gelöst ist, sieht das schon sehr gut aus. Oh, hier ist auch nochmal eine kleine schöne Feuerstelle. Hinten scheint der Mitarbeitereingang zu sein. Wie das aussieht. Nashörner sind echt tolle Tiere. Sind ja viele Arten vom Aussterben bedroht, leider. Ah,
okay, das ist ein Hotel. Hilton Kaipua. Ah. Kann man da rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also man kann sogar hochgehen, so wie es aussieht. Meint ihr, gibt es irgendwas? Gehen wir mal hindurch. Okay, es gibt hier wirklich was zu sehen. Erstmal einen richtig krassen Ausblick. Oh mein Gott. Okay, das ist heftig. Guckt euch den krassen Ausblick an. Oh, hier sind Krokodile, oder? Ich glaube, das sind Ganges-Gaviale. Elefanten. Oh, ist das schön. Das ist einer der heftigsten Ausblicke, die ich je in Planet Zoo gesehen habe. Oh, ich glaube, das ist hier sogar ein Affengehege. Da, da sind Tiere. Schaut mal, da sind Katas. Okay, das ist wirklich einfach nur insane. Wirklich krass. Hier sind auch noch Vivarien. Noch wieder schöne Deko. Die Suite. Erstmal versprechen. Okay, das ist aber nicht gestaltet. Oh, hinten ist auch noch was. Alter, ist das nice. Ich finde da gerade gar keine Worte mehr für. Es sieht einfach unglaublich cool aus. Und mega, mega idyllisch, schön, super gestaltet. Ist hier einfach ein Pool mit Leistenkrokodilen. Hinten im Hotel. Okay, gehen wir mal wieder runter. Okay, Leute, bevor wir jetzt ganz runter gehen. Es gibt ja auch noch mehrere Etagen. Ich bin jetzt eine Etage weiter unten. Vorhin waren wir ganz oben. Und hier gibt es halt auch noch mal einiges zu entdecken. Unter anderem hier so einen richtig coolen Balkon mit Whirlpool. Denk mal, das ist ein Whirlpool, oder? Mega nice. Kann sich hier reinlegen und dann da unten die Leistenkrokodile beim Planschen beobachten. Hier ist sogar so ein Schwimmring mit Palme drauf. So, nochmal die schöne Aussicht. Also dieses Hotel ist wirklich einfach nur krass. Hier kann man auch noch rein. Noch wieder eine Etage. Ah, hier geht's dann nach hinten. Ah ja, jetzt sind wir unten. Schaut mal, wie nah man hier auch an die Krokodile ran kann. Das sieht heftig aus, ne? Hier ist es auch wieder so gestaltet, dass man echt das Gefühl hat, man ist direkt, ja, quasi mit den Krokodilen hier hinten. Aber die können trotzdem nicht zu einem. Das ist wirklich super interessant gestaltet. Auch coole Idee, einfach den Krokodilen so einen Pool zu geben. Oh. Hier hinten kann man dann auch nochmal die Äffchen sehen, wie sie hier rüberklettern. Das ist auch ein interessantes Gehege. Das geht ja mega weit. Schaut mal, die können hier vorne hin und die können bis da hinten zu dem Turm und eventuell sogar noch weiter. Ganz, ganz vielen Klettermöglichkeiten. Da sitzt er. Und dahinter hinten klettern sie auch. Das Krokodil, wo ist denn das jetzt drauf? Ist das hier eine Schranke oder so eine Schwimmnudel oder sowas? Na, hier gibt's Duschen. Oh. Hier machen wir gleich einmal noch eine Nachtumsicht. Ah, hier geht's auch noch hoch, okay. Jetzt sehen wir nämlich, wo es hier auch noch lang geht. Also es geht einmal durch das Hotel nach da hinten. Wenn man hier vorne reingeht und dann da wieder raus. Und hier haben wir auch noch ein paar Garagen. Okay, hier geht es dann weiter. Wir bleiben aber natürlich nochmal da hinten, weil ich will das Ganze noch bei Nacht sehen und noch ein bisschen genauer hier erkunden. Pool Area closed. Ja, okay, das macht Sinn. Oh, schaut mal. Also die Sicht auf die Tiere ist wirklich einzigartig. Das ist einfach nur heftig. Also ich bin wirklich so geflasht. Okay, das sind hier wieder elegant Mitarbeiterunterkünfte untergebracht. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an. Da bin ich ja mal gespannt. Wir stellen uns genau hier hin und dann schauen wir mal. So sieht das Ganze bei Nacht aus. Was macht das Krokodil da? Na, kommst du nicht aus dem Pool?
Richtig cool. Sehr toll beleuchtet. Hier schöne Scheinwerfer auch platziert. Oh, guck mal. Ist dann auch nochmal so eine schöne Chill-Area. So Leute, weiter geht's natürlich bei Tag. Tschüss Krokodile, war schön bei euch. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Wir müssen weiter. Und zwar in diese Richtung. Ey, wie könnt ihr denn hier bitte Ärger machen, Jungs? Das ist der schönste Zoo überhaupt. Geht weg. Auch wieder sehr gut gemacht hier mit dem Baum, dass der so rüberragt. Und hier hat man auch wieder so eine schöne Aussicht. Da hinten scheint, glaube ich, dieser Tempel zu sein von dem Maharaja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe es halt echt noch nie gehört, dieses Wort. Klingt aber sehr indisch. Das muss man sagen. Wir gehen mal zurück. Ich glaube, da hinten geht es nämlich irgendwie weiter. Bin ich hier einmal nicht abgebogen? Ja, genau. Hier bin ich nämlich nicht runtergegangen. Aber das Wegenetz ist auch ohne Wegweiser wirklich relativ simpel gehalten. Kann sich nicht verlaufen. Hier nochmal ein paar schöne Vivarien eingebaut. Turtle Garden. Da gehen wir doch mal hinein. Da meckern sie schon. Okay, das hier ist der Turtle Garden. Auch super schön. Mega tolle Gehegeidee. Der Zoo ist wirklich wundervoll. Es gibt hier so viel zu entdecken, Leute. Oh, wie schön das hier auch ist, dass man in so einen Nebel reingeht. Eine Shisha-Bar. Das ist ja cool. Deswegen ist ja auch der Rauch. Hier sind einfach Shishas. Oh, wie nice. Sehr coole Idee. Wieder sehr viel Liebe zum Detail. Das Einzige, was nervt, sind die Leute. Hallo. Wegen euch habe ich das Shisha-Bar-Schild nicht gesehen. Ihr Schlingel. Aber sie halten den Mund. Okay, doch nicht. Schnell weg hier. Weiter geht's. Wir gehen mal hier vorne rein. Hier stehen schon die Nächsten. Oh, habt ihr hier randaliert? Abru, Fellamup. Hinein geht's. Lassen wir uns nicht von stören oder sowas. Ist einfach viel zu schön dafür. Boah, das ist hier auch super weitläufig. Das hat man schon von oben gesehen. Das ist halt ein riesiger Platz hier. Wir laufen einfach mal rechts rum. Mandrill Mosque. Was ist das denn? Das ist die Moschee, ne? Mandrill Mosque. Das ist die Mandrill Moschee, genau. Das ist eins der Highlights. Das wird das Gebäude hier sein. Boah, der Boden ist auch cool. Rent a Kaftan? Was ist denn ein Kaftan? Extra Turbans? Wahrscheinlich so ein Kopftuch oder so, ne? Weil es so heiß ist. Kann ich mir vorstellen, dass man sich hier eins kaufen oder ausleihen kann. Oh, hier sind wieder die Lampen. Schauen wir uns gleich noch beim Dunkeln um. Beware of Mandrill Poop, okay. Ah, hier sind die. Ach, das ist ja schön. Können die rüberklettern? Ist fast wie so ein Altar hier, ne? Ich glaube, so soll das auch sein. Ist ja eine Moschee, ne? Ich weiß nicht, wie das ist. Die beten dann wahrscheinlich hier auf den Teppichen. In diese Richtung kann das sein. Klärt mich da gerne auf. Ich kenne mich mit der Religion nicht so aus. Denke aber schon. Und guck mal, da oben kommen sie dann rausgeklettert. Nehmen die nochmal so ein bisschen Früchte, können die planschen. Ist das ein begehbares Gehege eigentlich? Ja, ne? Ich gehe davon aus. Oder können die hier nicht hoch? Vielleicht können die auch nicht hoch. Okay, die Mandrills können hier halt wirklich nicht hoch. Die können hier nur über lang klettern und hier am Rand entlang gehen. Finde ich mega cool. Vor allem haben die richtig viele verschiedene Höhen, wo die langlaufen können. Super interessant. So, wir gehen jetzt aber weiter.
Das ist echt super schön. Auch hier wieder die Felswände, die Bäume da so eingebaut. Dann die Wasserfälle, die da rauskommen. So sieht das Ganze bei Nacht aus. Ziemlich cool beleuchtet. Natürlich die Scheinwerfer hier auf den Mittelpunkt, auf den, in Anführungszeichen, Altar eventuell. Da oben ist auch so ein cooles Segel. Das ist ja nice. Echt cool. Ist auch nochmal so ein bisschen beleuchtet. Oh, was ist das denn? Das ist so eine Maschine. So eine Zukunfts-Wahrsagerkugelmaschine, ne? Zoltar. Könnt gerne Infos in die Kommentare schreiben, wenn ihr darüber was wisst, über diese ganzen Sachen, die ich hier vorlese und nicht verstehe. Sonst irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Ja, ich glaube aber, hier haben wir alles gesehen. Dann geht's wieder hinaus auf diesen schönen großen Platz. Ah, das ist so ein Reinigungswagen mit solchen Bürsten vorne. Eine sehr coole Idee. Please note, all animals are private property of the Maharaja. Raja. Oh Gott. Info, okay. Das sind alle Privatbesitz hier, die Tiere. Das Gehege haben wir auch schon vom Weiten gesehen. Sowas wie der Vorgarten von dem Palast, ne? Ja, Garten kann man das nicht nennen. Vor Swimmingpool mit ein bisschen Rasen hier. Mega cool. Flamingos, Ganges Gaviale. Der riesige Palast. Oh, hier wird auch nochmal der Glühlampentyp verlangt. Und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, da sieht man den schönen Tempel. Oh, krass. Voll schön beleuchtet. Übrigens eine sehr coole Idee, das mit diesen Glühbirnenschildern zu machen. Auch hier sieht man nochmal den Tempel, wunderschön. Der ist echt toll beleuchtet. Was sind das hier vorne? Das ist irgendwas von den Elefanten, ne? Bin mal noch gespannt auf den Grand Prix von Kaipur. Seine Rennstrecke oder sowas gibt. Boah, wisst ihr, was ich mir darunter vorstelle? Ich mache mal eben wieder Tag. Eigentlich stelle ich mir so in Indien darunter vor, dass da so eine Rennstrecke ist und wo dann Kamele irgendwie so Kamelrennen oder sowas machen. Das war so der Gedanke, den ich habe. Ich habe das auch vorher noch nicht gesehen. Ich habe nur ganz kurz den Zoo überflogen und habe direkt gesehen, oh, ja, den will ich bewerten. Ich habe mich da gar nicht viel gespoilert. Ich checke ja mittlerweile einmal die Zoos gegen, bevor die hier ein Video bekommen. Aber keine Sorge, ich schaue jeden Zoo auch selber an. Aber der Zoo, der hat mich direkt überzeugt, weil man hat direkt gesehen, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin. Und ihr seht ja auch, ne, also der ist wirklich wundervoll. Dem müsste man eigentlich ein 3-Stunden-Video widmen, diesem Zoo. Aber so viel Zeit haben wir natürlich alle nicht. Boah, ist das schön. Okay, das hier ist alles, glaube ich, Mitarbeiter. Ah, ich erkunde hier, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel. Aber auch wieder sehr tolles Elefantengehege. Ich weiß jetzt schon, dass ich so viel übersehe. Aber wie cool auch die Elefanten hier nach vorne kommen. Weil die hier ihre Futtersachen aufgebaut bekommen haben. Dadurch kann man die Tiere wieder so wundervoll sehen. Also das ist echt gut gelöst. Man sieht wirklich jedes Tier direkt aus nächster Nähe. Hat man zumindest das Gefühl. Auch wieder super cool gelöst hier mit den Geländern. Oh, hier ist der Grand Prix. Okay, ich glaube, das ist wirklich ein Kamelrennen. Beziehungsweise Dromedar. Der nur ein Höcker. Oh ja! Name Prince of Oman. Ich kenne die Fahne hier nicht. Keine Ahnung. Das hier ist Indien, das ist Deutschland. Oh. Karl-Heinz of Germany. Thief of Bagdad. Maharaja of Kaipur ist nur auf Platz 2. Warum ist Deutschland nur Vierter? Könnt ihr gerne mal reinschreiben, welche Fahnen die beiden hier sind. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
Bin aber auch nicht so der Experte. Das ist ja auch wieder cool hier. Hey, was bürgst du denn rum? Das ist bestimmt Karl-Heinz, der Deutsche, ne? Nee, schade, die sind leider nicht umbenannt. Vielleicht hätten wir die Kamele noch umbenennen können. Aber coole Idee. Einfach so eine Rennstrecke als Gehege zu machen. Oh, und die Gäste können hier sogar rein. Okay, dann brauchen wir da gar nicht so außen rumlaufen. Wir gehen ja mal rein wie ein normaler Gast, also von hier. Kann man sich Tickets holen. Und hier gibt es dann noch Fan-Items. Oh, hier schläft schon einer. Ist das einer? Leider auch keinen Namen. Pitstop. Toiletten, ne? Ja. Also wirklich wieder eine super tolle Idee. Und auch tolle Umsetzung für ein Gehege. Mega kreativ. War sogar das, was ich mir gerade vorgestellt hatte. Da bin ich ein bisschen überrascht. Aber wenn man an einen Grand Prix und Indien denkt, dann denkt man irgendwie auch als erstes an Kamele rennen, oder? War bei, zumindest bei mir gerade so. Hier sind auf jeden Fall Polizeiautos. VIP only. Das klingt eigentlich richtig für mich, ne? Wollen wir mal in den Palast des Maharajas einfach vorne reinmarschieren, da wo man gar nicht rein soll. Komm, let's go. Über den roten Teppich, der hier ausgelegt ist. Müsste man eigentlich so epische Musik einblenden, wenn wir da reinlaufen. Wahrscheinlich ist hier gleich leer. Tada! Ja, ich glaube, hier sollten wir nicht rein. Gehen wir mal stattdessen hier nach oben, wo die normalen Gäste eigentlich reinlaufen sollen. Open for Visitors. Ja, das klingt doch gut. Der ist auch riesig, der Tempel, ne? Aladins Lampe. Oha. Das ist ja cool, dass du hier die Dinger nochmal selber ein bisschen gestaltet hast, die Vivarien. Ancient Silk Ming Dynasty. Ancient Silk habe ich schon mal gehört. Das untere nicht. Sagt mir gar nichts. Könnt ihr gerne wieder übersetzen. Ich check's nämlich mal wieder nicht. Bird in Fountain of Youth. Okay. Der Springbrunnen der Jugend. Und da ist ein Vogelei drin? Oder wie darf ich das verstehen? Hm. Gute Frage. Das ist echt Elefant. Das ist echt Elefant. Just an Elephant. Das ist echt interessant, wollte ich sagen. ich bin heute schon wieder so lost. Flying Carpet of Agrabah. Oh mein Gott, hier ist einfach ein fliegender Teppich. Wie heißt denn nochmal der fliegende Teppich von Aladdin? Der ist Teppich, oder? Ich glaube schon. Okay, dürfen wir nicht rein? Princess First Tuk Tuk. Auch cool. Fibo. Also heißen die alle. Wow, wirklich toll gemacht. Tolle Ideen. Mir richtig gut gefallen. Geht's wieder hier nach unten. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles von den Highlights gesehen haben. Das hatten wir schon gelesen. Wir gehen mal noch hier entlang. Ah, hier gibt's auch noch was zu entdecken. Hier sind Warzenschweine. Hier können sie sich dann suhlen. Auch wieder sehr gut gelöst, ne? Dass die sich direkt hier am Anfang suhlen können. Sodass man das perfekt sehen kann. Indian Pumba. Okay. Geht nur noch Timon, ne? Das wäre schön. Wenn es hier Timon geben würde. Erdferkel sind ja auch zwischen. Ist doch ein Erdferkel-Baby, oder? Ja, hier sind Erdferkel und Warzenschweine. Wollte schon sagen. Okay, was haben wir hier? Oh, hier sind Tiger und Erdferkel. Oha. Okay, das ist krass. Sind auch riesig, Tiger, ne? Finde ich immer so beeindruckend, wie groß Tiger sind. Auch sehr schön gelöst hier. Und das arme Erdferkelchen, das heißt bestimmt Dandy oder so. Schön da bei den Tigern reingesteckt. Was ist da gewollt, dass das da drin ist? Ich schau mal, wie das heißt. Okay. Geil.
Haben die auch noch Namen? Ich glaube, das ist nur der Name hier interessant. Oh, herrlich. Hast du mich auch nochmal zum Lachen gebracht, oder ihr beide mich? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da sind auch Löwen und alles drin. Ah, ich finde das cool, dass ihr das so gemixt habt. Super, super interessant. Wir gehen mal hier hinein. Das scheint nochmal irgendeine Höhle zu sein. Oh. Auch super interessant hier mit den Bäumen. Die Sonne da durchstrahlt. Wunderschön. Mega cool. Hier ist auch wieder eine... Was haben wir hier? Ancient Kopok Trees. Was heißt denn nochmal Ancient? Es werde Nacht und dann dies klüger. Ancient heißt nämlich antik oder historisch. Oh, da ist der Mond. Oh, cool. Voll schön. Richtig schön beleuchtet. Der Mond dann hier so durchstrahlt. Oh, wie cool. Da biege ich einfach mal bei Nacht rein. Oh, hier ist ein Lag. Wir sind hier Underwater Viewing. Das ist ja auch cool. Hier ist einfach so ein Lag, wo es raus tropft und da sind einfach Eimer hingestellt. Egal, wenn die Scheibe irgendwann platzt. Das ist auch nochmal so ein Automat. Der sieht aber ausgemustert aus. Das ist eher so eine Abstellkammer hier. Aber auch alles schön beleuchtet. Wunderschön. Okay, wir machen wieder Tag. So, da ist es wieder hell. Und guck mal hier oben. An der Decke hängen auch überall so diese Laken wieder. Das finde ich auch super schön. Das hier ist, genau, hier ist nochmal das Raubkatzengehege mit Tigern und Löwen. Oh, hier haben wir dann Nilwarane. Und die Schatzkammer. Ah, okay. Die Schatzkammer des Maharajas. Das ist auch ein Highlight. Da liegen die ganzen goldenen Schätze. Und die Nilwarane wachen darüber, oder wie? Auch wieder sehr cool gemacht, dass man diese gut beobachten kann. Die einfach auf so einer Erhöhung sind. Aber wieder eine tolle Idee. Das ist einfach alles so super kreativ, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh, hier ist wieder eine Glühbirne. Okay. Ich weiß, warum hier eine Glühbirne ist. Ey, wie das aussieht. Das Wasser leuchtet so mega blau und dann dieses rote Feuer. Das ist ja krass. Oh mein Gott. Ist hier Licht unten drin oder? Das sieht irgendwie voll insane aus. Wieso leuchtet denn das Wasser so blau? Bin beeindruckt. Wir gehen mal erstmal hier zurück. Das ist jetzt die Mitte wahrscheinlich. Frag mich gerade, ob das hier auch auf dieser Seite ein Tigergehege und Löwengehege ist. Ja, ich glaube schon. Ich kann wahrscheinlich hier durchgehen, ne? Oder wie ist das geregelt? Oder sind einfach auf beiden Seiten Tiger und Löwen? Mit Donald Trump. Hier kann man auch nochmal reingucken. Oh, was ist das denn? Was macht der denn da drin? Oh, der tut mir jetzt aber leid. Ich dachte jetzt so, Donald Trump wäre so das einzige Snack-Ding hier drin. Sind ja auch noch ein paar Vögel drin. Okay, haben die noch irgendwelche besonderen Namen? Nee. Den haben wir sogar gerade schon angeklickt, genau diesen Löwen. Auf dieser Seite sind... Ah, hier sind andere Katzen, okay. Hier sind nämlich dann die Königstiger und Geparden. Ich verstehe. Das heißt, es sind halt wirklich andere Tierchen dann hier auf dieser Seite. Oh, hier sind auch noch royale Kanonen. Da, da. Echt toll. Gehen wir mal hier in diese Richtung weiter. Ich weiß, wir müssen gleich nochmal zurück ein Stück. Es gibt hier einfach so viel zu entdecken. Tut mir auch echt leid, dass ich mich immer so hastig umgucke die ganze Zeit. Ich weiß, das ist zum Zuschauen nicht, oder manchmal nicht ganz so angenehm. Dr. Rashid. Aber ich will einfach so viel wie möglich in kürzester Zeit gerade entdecken. Deswegen mache ich das Ganze. Oh. Was haben wir denn hier? Ist das ein Gehege? Oh, hier sind Eier. Hier sind auch Tiere. Oh. Hier sind wieder so kleine Vögelchen und chinesische Schuppentierchen. Ah, die können hier noch... Oh, für die Likes. Jetzt könnt ihr aber mal ein Like da lassen, Leute. Macht ihr auch noch? Nee.
Aber wir haben es gerade schon gesehen, Leute. Jetzt könnt ihr ein Like da lassen. Und jetzt könnt ihr ein Doppel-Like da lassen. Oh mein Gott. Das ist ja hier. Jetzt müsst ihr euch einen zweiten Account machen und auch damit liken. So ist das. Die letzten Videos haben sie uns immer enttäuscht. Heute ist alles perfekt. Finde ich cool, dass du hier auch so Eier eingebaut hast und so. War eine coole Idee, auch einfach so einen kleinen, ja, quasi Wintergarten zu machen, wo die dann nochmal gesehen werden können. Können nochmal die Raubkatzen schlafen. Hier kommen wir wieder zur Schatzkammer, ne? Ja. Hier sind wir wieder bei der Schatzkammer, das ist gut. Hier noch. Okay, das ist Mitarbeitereingang. Oh, hier haben wir noch ein Gehege. Da. Okay, hier sind taiwanische Schwarzbären drin. Können ja auch ein bisschen planschen. Hier haben wir auch ein kleines, feines Gehege. Wir bleiben mal auf den Besucherwegen. Ich weiche hier sowieso gerade schon zu viel ab. Wieder sehr, sehr schön geregelt hier mit der Barriere. Ist zwar unrealistisch, ich weiß, den ganzen Zoo ist es schon unrealistisch, aber ich finde es super schön, dass man so eine tolle Sicht auf die Tiere hat. Das ist wirklich super ansprechend. Mal was ganz anderes, die Tiere aus so einer Perspektive zu sehen. Da oben scheint wieder die Sonne durch. Wirklich wundervoll. Hier ist auch nochmal eine Glühbirne. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. So, schauen wir uns mal um. Wahrscheinlich, oh, haben wir sogar einen Tiger, der gerade snackt hier. Kann man perfekt beobachten. Der gönnt sich gerade ein bisschen blutigen Kürbis. Hier haben wir dann nämlich nochmal diesen wunderschönen Ausblick auf die Schwarzbären. Einen Blick riskieren wir noch. Sieht so schön aus. Schatzkammer. Gucken wir hier auch nochmal kurz raus im Dunkeln. Ja, hier ist auch alles super beleuchtet. So, gehen wir mal in diese Richtung jetzt wieder weiter. Was haben wir denn hier noch? Termiten. Oh, das sind wahrscheinlich hier diese Hügel, ne? Gibt es nicht sogar solche Termitenspielzeuge für die Tierchen? Hätte man die da nicht sogar nehmen können? Ich glaube schon, ne? Es gibt auch solche Termitenhügel, wo die Ameisenbären und so sich was rausnecken, oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen. Nehmen wir einen Skorpion. Ich glaube schon. Da waren wir, auf der anderen Seite war die Rennstrecke und die Moschee. Und dann geht es hier wieder zurück. Da oben ist nämlich das Hotel. Und da hatten wir vorhin die Aussicht genossen. Oh, die haben wir noch gar nicht gesehen, richtig. Wartet mal, da können wir bestimmt auch noch rein. Da geht es bestimmt noch hin. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, hier geht es nämlich noch lang. Kaipur Market. Oh, okay. Dann ist der Markt gar nicht das am Anfang gewesen. Da geht es nämlich jetzt erst hinein. Oh. Okay, wir gehen mal hinein. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Doppeltür. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir auf dem Markt. Ah, das ist ein begehbares Gehege mit Waris und Katas. Wie cool. Die klettern hier in den Häusern einfach rum. Die mega schön gestaltet sind. Hier ist einfach so ein Gulpi-Tank. Hier kann man sich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Versuche hier schon, so gut wie es geht, gerade durchzulaufen. Ohne mich zu verlaufen. Mitarbeiterweg? Nee, könnte auch Besucher sein. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Äffchen, zeig mir den Weg. Ich folge dir. Ich weiß, wo es lang geht. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann bin ich doch nicht verwirrt. Wo sind wir denn gerade lang gegangen? Hier, ne? Hier gibt es auch nochmal einen Zwischenweg. Ich will euch hier natürlich auch alles zeigen. Das ist echt cool, dass die hier überall auf den Dächern und so noch rumklettern, die Affen. Ah, hier gibt es auch noch Sultan-Toiletten. Ja, die können halt überall hin, die Affen. Cheherazades. Whatever. Lassen wir das, Leute. Lassen wir das. Komm, ich gehe wieder nach oben. Hier durch. So, jetzt sind wir nämlich hier. Wunderschön. Ging es hier noch weiter? Oder bin ich jetzt... Hier ist eine Sackgasse. Wir müssen sogar runter.
Ah, wenn man hier rauskommt, kann man hier weitergehen. Hier geht's nach oben. Also hier ist unten der Tank, nur für euch zur Orientierung. Ich schaue auch überall mal so ein bisschen rein. Das ist echt ein bisschen verwirrend, aber ich finde es cool, dass man überall hin kann. Und hier klettern dann die Äffchen lang. Das ist dieser Turm, den wir vorhin gesehen haben, von dem Hotel aus. Was ist mit euch denn los? Euch verlaufen? Immer dann nochmal eine wunderschöne Aussicht. Mega krass. Ich weiß gar nicht, ob man da noch hin kann. Ich glaube aber nicht, oder? Nee, Leute, da kann man nicht mehr hin. Das ist einfach nur Deko. Aber wirklich wunderschöne Deko. Ich bin jetzt mal in die Luftperspektive gegangen. Das hier ist der Markt. Echt beeindruckend aus, ne? Die ganzen Höhenunterschiede, die verschiedenen Gebäude. Super, super interessant. Und das Ganze hier ist ein Gehege, ne? Das müsst ihr bedenken. Mega krass. Das hier war das coole Hotel, wo wir gerade waren, mit dem Swimmingpool und den Krokodilen. Sieht auch heftig aus. Oh, guck mal, hier sind auch noch Details. Das haben wir leider vorhin nicht entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob man da hätte hinkommen können. Aber hier sind überall Details. Also hier gibt es so viel zu sehen. Das hier war der Schildkrötengarten. Auch wunderschön. Nehmen die auch nochmal so einen Rückzugsort. Das hier war der Mandrill oder die Mandrill-Moschee war das. Sieht auch wundervoll aus. Diese Felsarbeit, ne? Und Bepflanzung. Mich wundert es, dass das noch so ruckelfrei läuft hier. Das sieht mir irgendwie voll nach voll vielen Teilen aus, muss ich sagen. Aber sieht echt schön aus. So, was hatten wir hier? Mitarbeitergebäude, hier ein paar. Hier waren die Elefanten. Können wir nochmal die Rennstrecke sehen von oben? Die sieht so aus. Hammer cool, oder? Das hier ist der Palast gewesen. Mit dem Special VIP-Eingang für uns. Sah auch richtig heftig aus. Das hier ist der Swimmingpool von dem Palast. Der Vorgarten. Auch ein tolles Gehege. Sieht super interessant aus. Du hast hier unter dem Wasser so einen grünen Boden platziert. Kann das sein? Ich wirkt das ganz anders. Voll nice aus. So, das waren hier die Raubkatzen und die ganzen anderen Gehege, was wir hier alles gesehen haben mit Donald Trump. Dann fliegen wir mal ein bisschen zurück. Heute fliegen wir nämlich mal genau andersrum. Genau, hier war dieses Ruingebäude, wo irgendwas im Bau war und abgebrochen wurde durch die Äffchen. Hier war diese tolle Brücke. Genau, das war das Hotel und Bar mit den Okapis, das erste Gehege. Und hier war dann der Eingangsbereich. Ist für mich auch schon so ein kleiner Marktplatz, muss ich sagen. Auch wunderschön. Aber das ist eher so ein Ankunftsort, ne? Mit den ganzen Bussen, mit dem Flughafen und, und. Also hier gab es wirklich so viel zu entdecken. Ich habe sicherlich auch super, super viel übersehen. Ich habe leider gar kein Schild gesehen mit dem Namen nochmal, aber den kann ich euch auch so gleich einmal noch vorlesen, aber ich suche mal eben schnell eine schöne Perspektive. So Leute, beenden wir das Ganze doch heute mal bei Nacht, weil das sieht auch einfach mega toll aus. Der Zoo hieß Maharaja of Kaipur. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Das Ganze kam von Felix und Melanie und ich muss wirklich sagen, bin geflasht. Es war wirklich ein super toller Zoo. Für mich eine 11 von 10, wenn nicht sogar eine 12 von 10. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, ihr schreibt jetzt mal unten in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Felix und Melanie fandet. Und wenn ihr ihn selbst ausprobieren wollt, schaut in die Videobeschreibung. Und genau das solltet ihr auch tun, falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, denn dazu stehen auch alle Infos unten. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.